Ja, der eine oder andere von euch wird es vielleicht schon mal durchgespielt haben. Eure Smartphones können Texte vervollständigen und damit kann man Spaß haben. Ich könnte jetzt relativ viel dazu erzählen, was so alles passieren könnte dabei und wie das so zusammenhängt und so weiter. Spare ich mir einfach mal. Wir lassen uns überraschen, was dabei rauskommt. Was sind die Regeln bei diesem Spielchen? Moment, der Fokus. Ich kämpfe hier noch mit der Technik. Wir haben es leider nicht in Vollbild hinbekommen. Da, also Autocomplete-Texting. Ihr nehmt euer mobiles Endgerät. Wir müssen leider auf E-Mail ausweichen, also bitte leider kein Twitter, kein whatever. E-Mail, das ist die E-Mail-Adresse text@freifunk.space. Und es wird vorgegeben ein Wort, das gibt ihr ein und dann nehmt ihr immer das nächste Wort, was eure möglichst intelligente Tastatur dann vorschlägt. Wenn ihr natürlich jetzt noch ein altes BlackBerry habt, wo ihr alles von Hand eingeben müsst, geht leider nicht. Es geht also wirklich um die Tastatur, die ihr dort bei eurem System installiert habt. Ja, ihr drückt dann immer das, Ehrlichkeit ist Trumpf, das nächste Wort, was kommt. So nach 10, 20 Worten ist es in der Regel so, dass das Ganze abgeschlossen ist und so ein Satzende ergibt, der sich dann auch vorlesen lässt. Die Einsendungen werden verlesen, Random Choice. Ich mache das hier alles so Multitasking-mäßig, ist vielleicht so ein bisschen dann auch stockend, aber soll so sein. Ich werde keine Absendenden zeigen, keine Subjects. Ich werde sie auch nicht nennen und ich lösche das Zeug hinterher auch. Also da keine Angst. Ihr solltet aber vielleicht natürlich überlegen, was ihr so schickt, weil es könnten eventuell auch irgendwie Namen von Freunden, Firmennamen, sonst was auftauchen. Aber ich sag mal, das werdet ihr selber einschätzen können. Ja, womit geht's los? Das erste ist ganz einfach, ihr startet mal eine Mail mit Hallo. Und ich warte mal, was hier so ankommt. Ich hoffe mal, dass jetzt nicht zufällig zu viele Absendenden in das Graylisting reinfallen. Das heißt, der eine oder die andere könnten da etwas, eine Viertelstunde, da kommen schon die ersten. Das ist sehr schön. Ich hätte jetzt auch gerne einen Body dazu. Test, ja, wirklich ein Test. Das ist noch kein richtiges. Nee, ihr müsst mehrere Worte, mehr als ein Wort geht nicht. Hallo, Herr Müller, ich habe die Mail von dir zu hören und verbleibe mit freundlichen Grüßen. Gut. Hallo, Elke. Ja. Hallo, liebe dich auch und ich liebe dich auch und ich liebe dich auch. Hallo Karl-Heinz Bohrer, und dann bekommst du schon eine Idee, was wir heute Abend mit den Fingern versuchen. Hallo Herr, der alle reden wir doch, sind die Leute in der Nähe des Routers und der Router und die anderen Seite der anderen und die anderen in der Freifunk Neanderland und die anderen in der letzten Tage auf der Karte Seite des Vereins. Ja, könnte man so sagen, gibt schon so ein gewisses Bild, wo das Gerät vielleicht das ein oder andere Mal benutzt wird. Okay, da haben wir jetzt noch was ganz anderes, und zwar Halloween Party was a nice day for you and to go home, now I cannot. Hallo zusammen, ich bin noch die Einkaufsberechtigung noch nicht gemeldet und dann kommt ihr an der Treppe hoch. Hallo, heute Abend um 2 wieder ist nur ein Tag gewonnen, werden wir wohl noch einen Tag Rotterdam im Notfall auch immer. Könnte ich sogar fast zuordnen, wenn ich den Absender sehen würde. Hallo, 2 Tage später wieder da bist und wir sind jetzt im Urlaub, bin ich auf, die Kinder sind schon. Hallo Herr Prof, ich habe noch mehr Termine für die schnelle Bearbeitung meiner Bewerbung als PDF-Datei im Büro. Ich glaube, den hatten wir schon. Der muss noch laden. Hallo, ich habe jetzt gerade mit meiner Frau gesprochen, aber was wir es morgen früh noch mal kurz nach Hause haben.
Gut, wir nehmen jetzt mal das nächste Wort. Muss dazu, ups, die Bildschirme sind anders, als ich sie erwarten würde. Ihr seht schon, das ist hier professionelle Texte. Heute ist auch noch eine Sache einfach. Wir fangen mit heute an. Wir werden jetzt vielleicht nicht so ganz so lang machen, vielleicht so 5, 6 pro Stück. Einige schummeln sich so ein bisschen vor, indem sie ihnen das Absendedatum vordatieren. Das ist nicht so nett. Nee, es kommen immer noch welche mit Hallo. Ich nehme noch mal einen Hallo dann. Doch, heute ist es auch wieder mal wieder gut. Heute Abend gehe ich mit Almir in München eine Maß trinken. Das wird schon sinnvoll, seinen Sinn haben. Heute hat es aber nicht die Gegenleistung oder einen vertraglich vereinbarten Termin für die Info. Heute Abend noch bis morgen Abend in der Tat geschlafen und bin damit einverstanden. Sind würde ich mich sehr freuen, wenn Sie nicht die richtige Adressat sind und diese E-Mail wurde von Avast geschützt und wird es auch nicht mehr lange dauern. Heute Abend ist die Hegenichstraße, die ich Ihnen gerne zur Verfügung und freue mich auf Ihre Antwort. Heute ist die Haltung klar, ich habe noch nie einen Hehl daraus gemacht, brate große Klasse. Brate, nicht? Nicht berate, brate. Heute ist wohl der erste Tag der offenen Tür in der Stadt, jetzt ziemlich durch. Heute ist es soweit und ich bin wieder an der Uni und werde die nächsten Tage mal wieder in die Stadt gehen und schaue, ob ich die Zeit finde. So, jetzt gehen wir in den nächsten Begriff, wie man schon fast vermuten könnte. Was hatten wir heute? Oh, die Umschaltung ist echt grausam. Morgen. Der neue Begriff heißt morgen. So, heute Abend sind wir auch nicht mehr solche Locken, die mich interessieren. Ansonsten ist viel Ramsch. Na, er lädt nicht. Na, ich habe noch einen für morgen. Morgen Abend zu Hause und ich habe den Eindruck, dass es noch keine Rolle, ob das zählt. Ich bin jetzt in der Nähe. Morgen früh um circa, ich habe mir das Geld für den Fall, dass ich nicht so viel zu Arbeit und die anderen auch die Toleranz und gelb 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 und gelb. Da war wohl irgendwie das Ding in der Schleife gefangen. So, die ist ein Mail leer, die Mail doch. Morgen und schließlich ein freudiger Anlass zum Alkoholkonsum und dann auch nicht mehr zur Wahl. Morgen Abend auf dem Laufenden halten, nicht mehr so viel Zeit für mich und meinen Lebenslauf sowie meine Zeugnisse. Oh, das Internet hier. Morgen würdest du mir die Funktion Antworten ihres E-Mail-Programms oder über ihr Interesse an der Buchholzstraße. Morgen habe ich jetzt noch mal die ganze Zeit mit dir und ich hab dich lieb. Das nehmen wir jetzt mal als Anlass. Wir nehmen den nächsten. Das ist nämlich ein schönes Schlusswort dafür. Oh Mann, ich breche jetzt erstmal nichts. So. Gestern. War schon fast zu raten. Gestern ist das Neue. Ich nehme zum... Ach, das ist auch noch schön. Morgen werde ich entweder wieder von Meerschweinchen oder verfrühten Böllerorgien geweckt werden. Es bleibt spannend. Ist das wirklich echt? Morgen ist schließlich ein freudiger Anlass. Nee, gestern wollten wir doch. Warum kommt da jetzt noch ein Morgen?
Nein, noch nicht. Da kommen die nächsten. Gestern Abend war es aber ganz gut und wir haben jetzt auch schon eine Runde gemacht. Von mir mit Liebe gesendet. Okay, das wird vielleicht die Signatur gewesen sein. Heute? Nein. Na, irgendwie mit dem gestern tut ihr euch schwer. Also vielleicht ist auch irgendwie jetzt mein E-Mail-Filter dazu. Es kommt nämlich nichts mehr hier. Da kommt was. Gestern war ich noch mal mit dem Auto und ich bin auf dem Weg. Gestern war es dann noch ein paar Wochen her mit der im Betreff angegebenen Stand der Daten und der aktuellen Version. Gestern Abend war es jetzt schon wieder zu Hause und ich bin in meinem Leben. Gestern Abend habe ich noch etwas mitbringen vom Absender und die Arbeit in der freien Trägerschaft des Meetups. Gestern waren bei uns im Büro liegen und der Rest der Verwaltung der Sparkasse könnte ja auch schon ein bisschen was machst jetzt. Gestern war gerade in den letzten Wochen in den nächsten Monaten nicht wirklich gut. Handball. Morgen ist der 30. Straße. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden muss. Klassische Bildung, ja, warum nicht? Ich mache noch ein Gestern. Gestern habe ich mir noch einen Termin mit der Post für den Tipp gemacht und kann jetzt auch mal schauen, wie du bist. Handball und ich habe jetzt noch in der Schule gehört, dass ich dich mal wieder in der Schule machen kann. Handball ist eine Stadt in der Region Nordrhein-Westfalen, im Land Deutschland und im Bezirk Spanien. Jetzt wird es langsam interessant. Ich hoffe, das kommt nicht bei Wikipedia an. Handball ist es bei der Fahrradtour nicht mehr zu Hause, zu Hause, zu Hause zu sein und in der Nähe zu Hause. Da ist das Handball im Betreff, aber es ist trotzdem schön. Bin gerade auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger des Landesverbandes Bayern. Das ist vielleicht jemand vom Fach, keine Ahnung. Handball, to be a part of the team and I will be there at like when you get a chance. Can you send me the address and I'll be there in a few minutes to talk about it. Ja gut, das ist... Handball in der Stadt zu tun ist... Es nicht da, sind schon alle aufgeregt und dann Werbung auf die E-Mail geändert hat es. Handball, das klingt doch super schön. Gut, damit nehmen wir den nächsten Begriff. Fußball. Ich hoffe mal, jetzt kommen ein paar Städtenamen, ein paar Vereinspräferenzen. Ich mache noch einen Handball. Handball, und dann ist es wirklich schön, dass sie wieder so einen Schwachsinn überhaupt noch nicht mal gut unterrichtet werden. Nein, es sind nur noch Handbälle. Fußball. Fußball-Bundesliga und der beste Spieler in den letzten Wochen haben die ganze Woche wieder ein neues Spiel. Fußball-Bundesliga und der beste... Na, das hatten wir schon. Lieber Mailserver. Fußball und ich haben uns sehr gut gefallen. Fußballspiel wurde die Bestellung, ist noch zu Hause und ich habe nicht mehr und zumindest eine Kategorie Mystery Meat. Fußball ist es nicht mehr so viel Zeit für die Bearbeitung des Auftrags durch die Gegend fahren und vor allen Tagen ist das nicht mehr als ein Jahr.
Fußballmanager in der Region und Herren, und hiermit möchte ich mich auf die Bewerbung an mich drücken. Fußball gucken, ob ich nicht abgeneigt, und dann ist es nicht so schlimm, wie du gesagt hast. Wir nehmen den nächsten Begriff. Na, war da noch einer dazwischen? Nein. Euro. Euro ist der nächste Begriff. Dann nehmen wir noch mal einen Fußball. Fußballspiel wurde ich auf der Herderkirche. Ich muss dem Erzgebirge, ich muss heute leider noch keine Zeit. Ah, da haben wir den ersten Euro. Euro in the morning and the other one is the same as the one. Euro, war das ein wenig zu sehen, die Kinder von dir zu Hause in den nächsten Bus. Euro Truck Simulator, für die Einladung zum persönlichen Gespräch würde ich mich in der Probe am Freitag den Schnee nutzen. Na, ich weiß nicht, da ist es. Euro für die Bestellung von Ihnen erhalten habe ich leider nicht erhalten und möchte bitten, mir die Rechnung zu senden. Also bitte verzeiht mir, wenn ich so das ein oder andere glatt schleife, weil das ist sonst, sind. Oh, auch schön. Eurowings ist der erste Platz in der Nähe der Kirche und der Rest von oben. Euro für dich dann morgen zu dem per Hand geformten Sandberg. Nein, das ist nicht echt, aber ich verlese es jetzt mal trotzdem. Eurofighter in gute Hände abzugeben, nur für Selbstabholer. Den kaufe ich nicht. Euro für den Markt und die Zukunft der Stadt ist ein großer Schritt. Da haben wir nochmal ein Euro-Truck-Simulator. Euro, im Prinzip ist das auch okay und ist irgendwas mit der Familie. Gut, wir drehen das Ganze mal eine Nummer weiter. Ihr könnt es schon fast raten. Jetzt sehen wir mal Deutschland. Ich sage jetzt nicht, be careful what you send. Hier gucke ich jetzt mal so ein bisschen vorher, was kommt. Nein, das ist nicht echt. Auch wenn es ein bekanntes Lied ist, was ich durchaus auch mitsingen würde. Auch das ist leider nicht echt. Ah, das könnte passen. Deutschland, Österreich, Schweiz, die haben wir doch noch ein bisschen. Deutschland hat sich in den nächsten Tagen mit dem Thema in den letzten Wochen auf die Suche. Oh, Deutschland, hat es funktioniert, die Dunstabzugshaube? Ich habe auch einmal ein bisschen deswegen zu tun. Gibt es einen Bug im Controller? Ist das aktiviert? Deutschland und geh jetzt erst ins Fitness, um dann auf dem Weg zum Fitness auf dem Weg zum Bahnhof. Ja, deutsche Freizeitgestaltung. Deutschland, das ist mein Ding und es sind auch so viele. Oh nein, 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 nein. Das lassen wir mal. Ja, nee, 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 nee. Deutschland hat sich in den letzten Jahren auch schon wieder in der Richtung gemacht und wir wissen, das ist alles mit vergangen. Na, ich glaub's nicht. Ihr schummelt, eindeutig. Aber hier haben wir wieder aus Deutschland, Österreich, Schweiz die Info, das mit den Tagen ist doch nicht mehr so gut und ihr Interesse geweckt haben, freue ich mich. Gut, wir nehmen das nächste. Sachsen.
Ihr habt sicher hoffentlich alle den Sachsen-Tourismusstand besucht in der Glashalle. Deutschland ist bereit für Kinder und Jugendliche in der Wohnung? Hm, nicht schlecht. Hm, ist er echt? Ich weiß es nicht. Urteilt ihr? Sachsen-Anhalt und die Polizei am Dienstag in der Nacht zum Dienstag in der Schule. Sachsen und Thüringen im Bereich Wirtschaft für Bildung Handtuch. Sachsen und der kleine Mann mit dem Fahrrad zur Arbeit und dann gucken wir, wie es geht. Sachsen und Thüringen und dann noch ein paar Fragen zu Ihrer Bestellung, haben wir einen Gleiswechsel. Hoffentlich kommt jetzt noch was mit Zugreihung. Sachsen ist ein Unternehmen der Universität Berlin. Sachsen in den nächsten Wochen noch nicht online ist. Hat Yoda gesprochen? Ich weiß es nicht. Sachsen-Anhalt für den Netzwerkschrank wieder eingeschaltet. Oder es ist dir auch nicht schon früher angefangen und das Zeugs im Erdgeschoss in den Schrank wieder eingeschaltet. Das klingt so ein bisschen nach Tech-Support. Sachsen in der WG-Gruppe planen. Das könnte ein Ausflug sein. Sachsen und Thüringen habe ich die Mail von mir aus der Kategorie zu finden. Ist das jetzt Selbstsuche? Sachsen bei Ansbach, HRB München, ich habe Ihre Anzeige erhalten. Sachsen, Aktiengesellschaft mit dem Weg zu einem anderen Tag. Sachsen-Anhalt und Frankfurt am Main sind die besten 3 Wochen lang. Sachsen ist nicht nur die Möglichkeit einer anderen Wohnung mit einem Psychiater. Sachsen und Thüringen GmbH in der Nähe von Frankfurt nach dem ersten Tag an dem Tag der offenen Tür. Sachsen ist die Queen, die Sonne in den letzten Tagen des Krieges in den Highlands der Stadt. So, da ist wieder kein Text. Okay, das, ich gebe schon mal den nächsten raus, bevor ich den jetzt noch verlese. Der nächste ist Trump. Ich mache noch einen Sachsen. Sachsen und ich kann ihn mal wieder vor dem Hintergrund des Streits mit dem Weihnachtsmann. So, jetzt schauen wir mal, was mit dem Schirm kommt. Haben wir noch einen Sachsen? So. Ist noch ein Sachsen. Nee, also es kommen so ein paar Fragen, ob irgendwie meine Auswahl selektiv ist. Ich scroll wirklich so durch und ich kann leider nicht alle vorlesen. Von daher, nein, es ist leider niemand blockiert. Es ist wirklich nur total random, wieso ich hier reinscrolle und ich lese also wirklich durch. So, da ist der erste Jump. Trump is a good one and I think he's a good friend and I love you so much and I love you so much. Trump is the mostest over-the-topest film in the first time. Okay. Trump, die Eigenschaften der Rabe, ich muss für mich den schönen Spielen seit Jahrhunderten, ich muss mich an die Hände gefallen.
Trump ist der Wellenwiderstand und ein Terminator 2, mit dem man einen Blick auf die Stadt werfen kann. Trump und dann ist das okay, ist ja nicht mehr als ein paar Bilder vom letzten Mal. That's creepy. Trump, die im Videotitel der Veranstaltung teilnehmen, die im Rahmen des Studiums und die Arbeit. Trump is a great place to work and I'm very excited about the opportunity. Na, der ist nicht echt, ich nehme den nächsten. Auto. Da kann jetzt alles passieren. Wir haben ja ein leichtes Teekesselchen nun. Das nächste Wort ist Auto. Na, ups. Da kommen noch ein paar Chumps. Wenn es zu viel Sinn ergibt, was ihr so schreibt und zu logisch ist, dann kann das nicht echt sein. Es sei denn, ihr habt ganz tolle Tastaturen mit ganz viele KI, aber das dauert noch. Da kommen die Autos. Auto ist auch schon wieder krank und wir sind jetzt alle auf der Couch. Auto ist ja wirklich praktisch nicht mehr so schlimm, wie ich es da bei Freunden, da ich auch nicht mehr treffe, das Wochenende so verbracht und ich habe die Sonne an einem anderen Tag zu Hause. Ja, es scheint Autotexte zu geben, die dann auch längere Worte draus machen. Autobahn und ich fahre am Sonntag den Router geschaut und die ganze nächste Woche zu wünschen, dass ich mir nicht mehr so gut wie ich noch eine Woche. Auto und ich bin auf dem Weg zum Auto und ich bin auf dem Weg zum Auto und ich bin auf dem Weg zum Auto. Vielleicht auch mal fahren, ich weiß nicht. Auto ist noch nicht ganz sicher, zu viel Zeit für die Info. Auto, die ich mich mal an und ich bin, hab dich lieb, viele Grüße. Na, liebes Internet. So, Auto war das Spielzeug von der Frau und die Frau des Mannes Mann in den Bergen. Auto Parts Store in New Jersey and the US with the Jersey-based company in Edinburgh. So is now on its own. Autodefekt oder so etwas in der Schule sein, wann ich mit meiner Mutter zu Besuch bei uns geht. Auto ist in der Nacht zum Samstag an der Uni und ich kann aushelfen. Autos und die meisten von uns haben sich in den letzten Jahren schon sehr viel Mühe gegeben. Auto ist auch noch nicht da. Autovermietungen in der Nähe von dir liegen dann bitte auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber. Auto ist noch ein paar Tage in Berlin und ich habe gerade gesehen, dass ich morgen Abend Zeit habe. Opportunities. Auto-Hi-Fi, ich bin auch noch nicht ein bisschen spät für dich, okay, wenn das ist, echt super zufrieden. Auto organisiert, ihr regelt, hast du's noch nicht im Büro mir zu Hause? Auto ist nach dem Tod des Vereins die Rede von mir. Auto ist super schön, dass du das alles gut bei mir bist. Auto wird Kobalt für Magneten in der Steckdose richtig drin in der Stadt zu tun, ist es nicht. Ich nehme den nächsten Begriff. Your choice. Jetzt geht's los damit, dass ihr einfach Mails schreibt mit dem ersten Wort, was euch vorgeschlagen wird. Also ihr nehmt, ne?
Meistens kommt da ja schon irgendwas. Eventuell, wenn da so drei Worte sind, habt ihr auch die Auswahl, was kommt. Ihr könnt natürlich auch mogeln. Ich kann es jetzt nicht mehr so recht beurteilen, konnte ich vorher auch schon nicht. Wie liegen wir eigentlich in der Zeit? Was hatten wir gesagt? 50 Minuten? Okay. Jetzt schauen wir mal. Da gucken. Ich mache noch ein Auto, solange bis die ersten Mails eintrudeln. Das ist, mein Mail-Server ist vielleicht ein bisschen langsam. Auto fahren und dann noch eine Chance geben, würden uns freuen, wenn wir uns am Wochenende isst. So, jetzt. Himmel, jetzt kommt ein ganzer Schwall. Ich habe das jetzt schon gesehen und ich habe jetzt schon wieder zu Hause gekommen. Okay. Hallo? Ja, das stimmt, dass ich noch nicht wirklich gut wie du bist. Heute war auch andere Sachen, die wir sind ein Junges und ich bin sehr froh, wenn sie die E-Mail-Adresse ist. Wir haben uns die letzten Jahre waren sehr zufrieden mit dem Auto nach Hause gekommen. Ich habe die Pilze. Guten Morgen, Herr Schmidt. Viele Farben da gemacht. Man sieht gut aus und ich finde es auch nicht schlecht. Jetzt kommt ein Emoji, was ich nicht lesen kann. Im Anhang, die E-Mail ist vertraulich. Thanks again for your words and actions to be placed on the road today, but I can work with you guys and then go cheaper than the others ideas for the pitch to be placed on the phone. Nobody? Tut mir leid. Ach so, da. Sofort lieferbar in den Kalender eintragen, online buchen, können Sie sich auch gerne die Preise für die Wünsche und die Rechnung dafür in US-Dollar ausgestellt, ist Funkloch. Aber ich habe auch schon sehr auf die von mir vorstellen, dass es sich um die eine kurze Bestätigung, dass ich mich sehr freuen, wenn Sie nicht der richtige Adressat sind. Er hat zu den Waffeln geht wieder gekündigt. Nicht Waffeln, Waffeln, nicht Waffen, Waffeln. Also, er hat zu den Waffeln geht wieder gekündigt. Ich habe die Nachricht am Computer des Empfängers angezeigt. Ich habe die Mail von Herrn Dr. Fritz in der Villa gesehen. Wo seid ihr denn noch nicht so lang? Geht es dir heute Abend Feierabend und ich bin in die Woche einen anderen Tag zu Hause? I have to go to the doctors to see if they can get the rest of the fucking world reason ticket to the galaxy. Ich bin heute schon wieder in der Arbeit und bin heute noch nicht mal wieder pünktlich nach Hause und bin auch noch nicht wieder in der Arbeit. Trump und dann unten in der Zeitung. Nach dem vielen Erfolg und später, bis dann, später, bis dann, später. Please let me know if you have any questions and need any further information. Please log in to your account, free to contact me at the end of the year. Das klingt nicht nach einem schnellen Abschluss. Obwohl jetzt.
Nein, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll und was ich noch versprechen kann. Noch bin ich zu Hause, noch werde ich absagen. Heißt es dann auch noch Puder, das mit dem Rad unterwegs, ich bin sehr enttäuscht, sein iPhone? Bei der Frage nach dem, wie es geht, wenig mehr Zeit wäre, es geht klar. Deine Schwester ist mir noch etwas zu meiner Mutter und die Sparkasse in einer veganen Lebensweise der Verwaltung. The City of London has some of the most and them of the few years since the great start of a couple and the room was very comfortable. Ja, du bist noch mit deiner Freundin und ich bin so froh, dass ich nicht... Nein, nochmal. Ja, nochmal bist du mit deiner Freundin und ich bin so froh, dass ich dich nicht mehr gesehen habe. Ja, da frage ich mich jetzt, ob das echt ist. Kann man es dir nicht vorstellen, wie ich das mit dem Handy nicht so richtig machen muss? Den Rest der Woche habe ich nicht mehr viel Zeit und bin noch bis Ende der Woche krank. Ja, schon gut, ja. Einkaufen in der Stadt Berlin angekommen und das wird lange vorhalten dauern, bis ich die von Herrn Wertz vorgeschlagenen Änderungen direkt übernehmen kann. Ah, wir kommen etwas lokalen Bezug hier. 3633 is a good time for the pad as a result of the old satellite dishes and getting to know if you have a question or concerns, please visit the plug-in. The repo with the idea of relaying close to the internet. Trump hatte sich auf dem PCB in Berlin und dem Senat in Berlin und dem Landgericht München und dem Senderkorps mit der Frage nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf der Straße und die Polizei gemeldet. Autocompile ist eine Stadt in der Villa-Region im Land Europa, Weltklima, Deutschland, Kultur und Kultur im Ruhrgebiet. Your wedding day and you can eat if you want to come and buy and see you tomorrow. Okay, ich nehme das mal so. Sokolov hat in der neuen Wohnung keinen Platz mehr bekommen und sogar die Rettung anfordern. Liebe Frau Graf, viele fünften Semester würde ich Sie bitten, die Unterlagen zu den Wald und Wiesen, ob das jetzt angemessen zu deiner Frage. Heizung, Keller und gleich dann rechts auf den Weg. Klare Anweisung. Freifunk has been in the way for the best last 2 days to get a chance. Spaghetti, der Kleine, ist auch nicht mehr so gut angekommen und ich habe die Matratze und den Termin beim Bundesamt in Wiesbaden mit der Verwaltung. Gut, wir hatten gesagt 50 Minuten, glaube ich so, roundabout. Ja. Ich nehme noch so ein, zwei, vielleicht... Aber das ist ja nicht so unauffällig. Ihre Eltern sind ja nicht ganz so, wie du gesagt hast.
Das wäre schön, wenn wir morgen Abend noch mal mit dem Bus fahren könnten. Ich bin heute Abend einmal für die Platinen und die beiden anderen Termine passen mir auch noch nicht so ganz so einfach. Wodurch ich nicht mehr so viel Wasser wie möglich in die Hand nehmen kann. I small bleed to I, ich bin gleich auf der Funktastatur. Your choice of the Skywalker, the game is at the moment, but I am not sure if you have any further information, please contact me. Jetzt kommen lauter Englische und ich habe da immer so Schwierigkeiten, das vorzulegen. Na, das Internet, er lädt. Leider ist die Zeit noch immer so schön, wie es ist, und ich hoffe, habe keine Angst um die Ohren. Trump, ich habe noch eine Frage zu den Fritz. Ich bin gerade in der Nähe und habe gerade noch ein bisschen geschlafen und bin auch wieder weg zu dir, zu euch und dann ins Bett. Pizza ist ein reines Gewissen und so funktioniert es problemlos. Ich glaube, damit beschließen wir es. Seid bedankt. Q&A gibt's nicht.